ein bisschen schwierig ist. Er hätte gerne seine Diner umgebaut. Jeder beschichtet nur die Originalfelgen. Frank Sander Motorrad. Blechner ist ein Blechner. Ein Blechner, der kann einfach Blech. Und was soll So. Heute außer der Reihe tatsächlich Sonntag. Ja, nur für euch. Ja, wirklich nur für euch. Es ist jetzt mal Kölsche Karneval, ne? Deswegen Kölle Alarv. Jetzt meckert der ein, wir sind doch in Düsseldorf, wie heißt der? Hello, ne? Keine Ahnung. Aber wir reden. Ich bin auch kein Düsseldorfer. Ja, wir waren gestern ein bisschen Karneval feiern, du warst am Donnerstag, ne? Sagen wir mal so, ist nicht so, dass uns. Also, ich habe es gemacht, um einem Freund einen Gefallen zu tun. Dem hatte ich das vor 2 Jahren versprochen, weil ich bin da eigentlich raus aus dem Karnevalsthema. Es war okay, habe aber auch nur von 10 bis 19 Uhr gemacht, hat auch gelangt. Naja, wir waren auch, deswegen trinken wir jetzt Wasser. Wir können aber gleich noch eintrinken, oder? Nee. Nein. Nein? Nein. Wir müssen ein bisschen neu starten, deswegen. Resetten? Resetten einmal. Also, neues Video. Ja, genau. Sonntag, 12.20 Uhr. Eigentlich liege ich jetzt noch im Bett. Nee, ich nicht. Kann nicht so lange schlafen. Ich bin, glaube ich, du bist ja auch alt. Ja, ich bin um 7:30 glaube ich, auch nicht mehr so viel Schlaf. Leon, du warst gestern auch raus und? Er schüttelt den Kopf. Wie süß der aussieht, ne? Süß geworden. Ich kann nicht drüber reden. Okay, ja, also. Leider regnet es draußen. Wir sind jetzt erstmal drin. Gucken wir müssen mal jetzt ein bisschen improvisieren. Ich habe ein bisschen die Kommentare gelesen. Viele wollten die Deiner Bauchreihe mal sehen. Oder ein paar mehr Videos zu Deiner Bauchreihe. Mhm. Jetzt hast du ja genau lustigerweise ein Deiner-Projekt hier. Und ich merke schon, wie meine Sprache noch ein bisschen schwierig ist. Lowrider S. Man muss sagen, die Jungs kommen über YouTube zu dir, ne? Oder zu uns. YouTube, ne? Genau. Auch von weiter weg. Irgendwo Schweizer Grenze, ich glaube. Ach, ja. Ich glaube, irgendwie 500 Kilometer. Von das, hier. Das heißt, wir haben Deiner, Loader, da ist Baujahr 2015 bis 2000. Nee, 16 bis 17. 16 bis 17? Ja. Das ist jetzt 17, 16? Ist eigentlich egal, ist das gleiche Motorrad. Ich glaube, es ist eine 16er, müsste ich jetzt schauen. Ich muss sagen, ach, was ich schon wieder sehe, sehr schön. Das Bike kam im Originalzustand zu dir an, das heißt, oder... Entschuldigung. Bike war original. Das, was gemacht war, war die Rix-Fußrastenanlage, war schon dran, die vorverlegte. Ja. Denn die Gabelcover waren dran. Ja. Das sind ja die gleichen jetzt mal bei der Breakout, ne? Ganz genau, Breakout oder V-Rod. Und der Bugspoiler ist, glaube ich, auch nicht original, oder? Oder ist der original bei dem Modell? Doch, nee, der ist. Der war auch dran. Das ist der Original Hardy hier? Ja. Der war auch dran. Das heißt, dann kam er zu dir und sagte, er möchte gerne, wie ich sehe, Heckumbau. Witzigerweise ist er einer, der keinen Clubstyle möchte. Okay. Ich sehe auch schon mit Airride drin und genau, so. Genau, da hat er sich allerdings im. Also ursprünglich wollte er die originalen Dämpfer drin lassen. Ja. Oder ich fange anders an. Er hatte mich angeschrieben und hatte gesagt, er hätte gerne seine Diner umgebaut. Er hat aber so ein bisschen Heckteilprobleme, weil die Heckteile, die er so sieht, die es für die Diners gibt, gefielen ihm irgendwie von der Formgebung nicht so. Er hatte mir ein, zwei Heckteile von Mitbewerbern mal im Bild geschickt. Muss man jetzt nicht sagen, welche das waren. Ich finde die nicht so schön, weil die so aufgesetzte Struts haben. Das finde ich hier nicht so schön. Ja, genau. So. Du siehst, dass sie aus mehreren Teilen halt kompliziert sind. Ja. Und dann hatte ich ein Bild von einer Diner. Wir haben ja schon mehrere Diners dieser Baureihe, also keine Lowrider, aber dieser Baureihe wie Streetbobs und so weiter umgebaut. Und dann habe ich ihm den Heckfender von uns geschickt, also beziehungsweise vom Jochen, von der Blechfeder, den wir ja immer verbauen. Auch mit Bild. Und dann sagt der Mensch von der Form her, findet er mega, das machen wir so. Und dann war er hier, das abgegeben. Und dann relativ schnell, ich glaube, wir hatten kurz gesprochen wegen Höhe, weil natürlich, du hast ja immer eine gewisse Höhe. Wenn du jetzt die originalen Dämpfer drin lassen würdest, würde das, glaube ich, nicht schön aussehen. Nee, es wäre zu hoch. Das wäre ja bestimmt so viel Luft dann. Ne? Genau, dann hatten wir diese typische Geschichte gerechnet. Die sind mit diesen... Progressive Suspension, ja. Da ist es natürlich aber auch das so. Wie Starrahmen.
Ja, weil du musst sie ja eigentlich vom Federweg begrenzen mit Begrenzern, weil sonst würde sie ja, wenn du in die richtige Welle fahren würdest, wenn die Höhe einigermaßen auch aufsetzen. Und ich glaube, er hat schon, glaube ich, 2 Tage später angerufen. Er wollte, er wird doch ein Airride nehmen. Dann habe ich gesagt, ob er halt ein gekapseltes will, also mit Hülsen. Ja. Also weißt du, mit den Aluhülsen, wie zum Beispiel von Thunderbike oder von, von Arnott. Ja. Oder Legend mit den sichtbaren Bälgen, weil vielen Leuten gefallen ja diese Bälge nicht. Aber das könnte man jetzt nicht umbauen? Nein. Auf das, also man muss sich auch dann entscheiden, nehme ich die, wo ich den Luftbalg so offen sehe, oder nehme ich die mit dem Cover? Ganz genau. Also ich, das ist gut, dass du es jetzt sagst, das ist mir nie aufgefallen. Jetzt im Nachgang fällt es mir auf. Ich hatte du hattest auch die drin. Immer die. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die bei Airnot zum Beispiel... Oder bei Thunderbike. In einer Hülse oder in so einem Ding drin sind. Genau, also die sind ja dann ganz schwarz. Ja. Du siehst ja dann den Balk auch gar nicht, sondern du siehst im Endeffekt, das sieht aus wie ein normaler Stoß, weil der dann hoch und runter geht, wenn du den aufbläst. Okay. Mhm. Was man mal hier ganz gut auch sieht, du hast ja hinten die Dinge auch gerade gesehen. Das muss hier man. Hier wirklich abgeflext. Genau, ne? Das wird natürlich. Das heißt, es ist ja eigentlich auch nicht mehr wirklich umrüstbar oder zurückrüstbar. Klar, man könnte es wieder anschweißen. Man könnte es wieder anschweißen, aber ja. Schon mal gemacht? Nein, die Frage stellt sich bei manchen Leuten dann immer, ja, kann man das wieder? Ja, kann man. Ja, wenn ich es mal verkaufe, aber sag ich, das will keiner mehr original haben, wenn du das so umgebaut hast. Das wird natürlich noch verschliffen und beilackiert. Ich muss sagen, ich kenne nur einen einzigen aus Köln, der hat mal damals eine Lowrider S umgebaut, genau das gleiche Modell, mit kurzem Heckfender hinten, tiefer gelegt und Big Spoke-Felgen drin. Mhm. Da gab es dieses Klapster-Geschichte noch gar nicht so wirklich hier. Ich muss sagen, ich weiß ja, das Felgendesign finde ich schon sehr cool. Ich bin gespannt, wie es nachher wirkt. Es ist natürlich selten, dass du eine Deiner S umbaust, auf, sag ich mal, die Optik jetzt. Ne? Viele nehmen eher eine normale Sweetbob und bauen das dann um. Ne? Aber hier hast du wenigstens noch den großen Motor drin. Ich finde was ihn jetzt als Kunden besonders macht, dass er überhaupt mal wieder Custom-Felgen einbaut. Mhm. Weil heute machen jeder wenig, beschichtet nur die Originalfelgen. Können wir die mal zeigen? Guck mal, vorne ist sie ja schon drin. Ich muss sagen, mir gefallen die wirklich sehr gut. Die sind auch mega. Wirklich. Also am Anfang hatte er das Originalmaß 19 Zoll, war die ursprüngliche Berechnung. Mhm. Und dann hat er aber gesagt, nee, hätte doch lieber 21 Zoll. Und dann hast du halt, habe ich beim Rick das nochmal umgestellt. Das ist 3,5, denke ich mal. Ne? Das ist 3,5 mal 21. Wie bei mir das Fühlpop gewesen. Genau. Ich finde den Reifen auch schön. Aber ich muss sagen, das auch mit der Bremsscheibe vorne, mit der Rave. Genau, er wollte. Das sieht cool aus. Normalerweise würde ich halt sagen, man nimmt die Bremsscheibe im selben Design wie die Felge. Ja. Da wollte er aber sportlichen Charakter haben. Was heißt denn im gleichen? Ach, also dass die genau, streben. Ja. Genauso. Ja, ja, das, okay. Also die werden dann halt so montiert, dass halt, sage ich mal, die Spange der Scheibe jetzt genau der Speiche überlappen würde. Mhm. Da wollte er aber technisch. Finde ich so schön. Genau. Er wollte ursprünglich Galfa, die sind aber ganz schwer lieferbar im Moment. Und ich nehme eigentlich immer Pro Break. Sehr, sehr wertig. Hattest du, glaube ich, bei dir auch drauf. Schön. Ja. Also ich muss sagen, das Felgendesign, diese dreiteilige Optik, also es ist ja eigentlich nur eine zweiteilige Felge, ne? Es ist... Der Innenstern und der Außenstern. Nee, eigentlich besteht die Felge aus Stern, ja. Nabenkörper links, Nabenkörper rechts, Felgenring links, Felgenring rechts. Ah, okay. Krass. Also fünf Teile, wenn ich... Genau, muss fünf ich sagen, Teile. Wirklich schön. Kann man sagen, was der Felgensatz kostet? Die Felgen kosten... Man kann ja auch mal hinten nochmal zeigen. Hinten sieht es ja ein bisschen... Genau, da haben wir natürlich... Hier sieht man, was ich meine. Pulli-Design in derselben Geschichte. Oh ja, okay. Wenn du jetzt von oben drauf filmst, Leon. Aber hinten verstehe ich das. Genau. Das finde ich ganz Hat gut. auch eine Wave-Bremsscheibe trotzdem drauf. Weil so, ich kann es mal aufstellen. Genau. Das finde ich schon wichtig. Da würde ich jetzt kein originales Gusspulli drauf machen. Nee, das passt nicht. So, und dann hast du aber auf der anderen Seite... Das passt aber, sage ich mal so, auch in den originalen Heckfender rein. Oder würde Richtig. Das mal passen? Also Zollerter Reifen. Richtig. Die Felge ist aber nicht breiter wie die originale, oder? Doch, doch. Die, auch ist, die ist jetzt 6x18. Weil viele fragen ja immer, was kann ich maximal einbauen in eine Deiner oder sowas. Geil. Ah, guck mal hier, das geile Bett. Boah. Also dürfte ich mal schätzen, was die kosten? Die Felgen? Schätz mal eine Felge so um die 2,5. Ja, witzigerweise ist die 21er Felge etwas teurer wie die hintere. Ich glaube, die 1. Ich kann gucken. Ich, ja, meine, nur ungefähr. Ich meine, dass der Felgensatz... 4,5 ungefähr kostet. Ich glaube, das Pulli nochmal 800. Also bist du über 5, ohne Bremsscheiben plus Reifen. Richtig, genau. Oh. Das war auch schon wieder ein Projekt, ne? Mit Airride und Heckfender natürlich. Und Sitzplatte. Natürlich. Und Kennzeichner da seitlich war auch schon dran. Der war schon dran, okay. Genau. Was hat der für einen Ausruf dran? Jekyll und Hyde. Mit kurzen Krümmern, ne? Mit
Doch, oder? Kurz zum Kümmer, genau. Ja, okay. Richtig, ja. Ich war aber auch schon dran. Was ich sehe, ist der neuere Luftfilter. Das ist nicht der originale Luftfilter von der Diner. Das ist der von... Ach, stimmt. Dem Zubehör hätte eigentlich, ich, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Stimmt, nee. Das ist noch nicht der von Zubehör, das ist von der CBO-Reihe. Weil den hatte ich, glaube ich, gerade bei meiner Speedlight gehabt. Muss ich sagen, finde ich schöner als der Original. Stimmt, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja. Richtig, ist nicht der, nicht der, der Original drauf ist. Ja, nee, richtig. Der Original ist der komplett runde. Was ich, der Bug-Spoiler bleibt aber dran? Der bleibt dran. Finde ich ein bisschen schwierig. Aber gut, muss man nachher mal im gesamten Projekt mal sehen. Genau, Frontfender müssen wir jetzt anfertigen, weil für 21 Zoll gibt es keine, glaube ich, keine fertigen Fender. Das heißt, da müssen wir jetzt einen Rolling... Auch wieder Blechfedern im Prinzip noch. Nee, den werden wir selber machen. Da werde ich einen Stahlrolling nehmen. Ja, ja, und dann schweißen wir die Seiten an. Also so ist das. Das machst du auch hier im Laden, ja? Ja, ja, so in Anführungsstrichen kleinere Blechsachen. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Weißt du, viele sagen dann, ja, warum macht dann das nicht selber? Warum macht er das nicht selber? Ja, was willst du denn alles selber machen? Ich meine, ein Blechner ist ein Blechner. Und ein Blechner, der kann einfach Blech. Und was soll ich mich da jetzt abquälen? Ja, und soll da jetzt versuchen, irgendwas zu basteln? Das ist Folie. Oder nein? Weil guck mal, ich muss mir mal eins sagen, warum ist denn hier oben so viel Luft? Ist das tiefer? Kann sein, dass er die durchgeschoben hat. Ja, er hat die durchgeschoben ein Stück. Ja. Also ist das auch das Originale? Das ist das Originale, ja, ist nur ein LED-Scheinwerfer vorne drin. Ja. Ja. Wann ist das ungefähr fertig, das Projekt? Wir müssen die hintere Felge einpassen. Normalerweise, wir hatten jetzt ein kleines Problem, normalerweise sollte das eigentlich mit dem Original Spacer passen. Mhm. Wir haben aber festgestellt, dass die Felge passt zu weit. Nicht. Nee, die Felge. Gut, das ist ja jetzt früher normal gewesen, dass du es ausbessern. Ja, aber eigentlich ist es so, wenn man die Felge jetzt aufs Modell bestellt, müsste das passen. Ja. Ich habe jetzt mit dem Philipp von Rick mal die Namenkörper verglichen. Das ist alles so, wie es sein muss. Das heißt, wir passen jetzt hinten die Radspacer an und setzen das in Position. Und dann geht es weiter. Dann geht halt die typischen Geschichten. Wo kostet der Heckfender mit der Sitzbank? Ich glaube auch irgendwas um die 1300 oder was, vermute ich mal. Das auch mit TÜV nachher, ne? Ja, 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 mit TÜV. Und sie ist da hinten mit den kleinen 3 in 1 rechts und links. Ja. Weil mir hat mal einer erzählt, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, an einem Motorrad Rahmenteile abzuflexen. Ja, das ist... Ja, ist das. Der eine Polizist sagte mal zu mir, ne, das würde ihn jetzt nicht interessieren, weil es für ihn kein tragendes Teil war. Ist auch nicht. Rahmen irgendwas, genau, sag ich ist mal, auch ne? nicht. Aber weil grundsätzlich ist ja die Logik, wenn du jetzt das einträgst, original beim TÜV, dann ist es damit ja eigentlich bestätigt, dass das abgenommen ist. Mhm, genau. Steht aber nirgendwo, dass das abflexen ist. Ist üblicher okay. wieder, weil es kennen also wir. Deutschland wieder, ne? Schönes Ding, ich bin mal gespannt, freue mich drauf. Er kam ja mit einem anderen Kollegen noch, der auch eine Deine hat, ne? Oder? Hast du nicht noch draußen? Die gehört ach, die sind keine Freunde? Nein. Ach so, ich dachte, das wären zwei Jungs gewesen, die sich kennen. Mhm. Hast du was eben hier dran gemacht? Nee, das war auch schon. Geil. Genau, Bullaugendeckel. Ist, glaube ich, auch von Rick. Ist, glaube ich, auch von Ricks. Der übliche Verdächtige. Ja. Vermute ich mal, müsste. Vom letzten Verdächtigen getauscht haben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob es der von Rick ist. Ich muss wirklich sagen, wirklich schön. Das finde ich cool. Das finde ich auch besser, das Bullauge, wie vom Rolling Sands, wo das in der Mitte dann. Ja. Das finde ich ein bisschen. Ach, wo das noch in der Mitte so. Ja, dieser Stern. Mhm. Ja. Die Fußrastlage war von? Ricks. Ricks, okay. Mhm. Aber schönes Ding. Können wir mal ein Video machen, wenn es ja komplett fertig ist? Genau, würde ich auch sagen. Ich denke mir mal, das können die Leute interessieren, weil wir haben ja. Also wie gesagt, weil das ist ja für einen Diner-Umbau schon sehr, sehr umfangreich. Was willst du denn eigentlich noch mehr machen? Ja, jetzt könntest du noch. Wobei, Lenker hat er ja auch schon ein bisschen umgeändert, sage ich mal. Das ist ja immer die Sache, weißt du, wenn du da gut drauf sitzt, warum sollst du jetzt den Lenker verändern und hinterher vielleicht beschissener sitzen? Also, ich finde das. Ja? Und du siehst ja, es ist ja schon eine Mixtur mit 21 Zoll vorne, zwar das die Lampen. Es ist eine Mischung wieder zwischen allem. Ist aber ich finde, das macht es mal aus. Ich finde, das sieht man nicht an jeder Ecke wieder. Ne? Genau. Das ist nicht so ein Möchtegern-Club-Style-Verschnitt, wo einer sagt, ey, ich will unbedingt dazugehören, ich mache mir 3 Aufkleber drauf und so und so. Ich finde das cool. Eigene Geschmacks, eigene Stilrichtung. Fake finde ich wirklich schön. Ich mag auch die klassischen beiden Schild-Embleme. Da würde ich auch nicht das sind aber die originalen, Leon. Ja, das sind die originalen. Ja. Ja. Nur der Luftfilter ist nicht. Ja. Nee. Okay. Wie viele Minuten haben wir? Oh, ist das nicht zu wenig wieder, Frank? Na, ja, wir haben ja gesagt, ach so, genau. Ich glaube, in den Kommentaren stand auch mal, Sie würden gerne mal sehen, was ich so mache für mich immer. Ach so.
Das ist ja du. Du bist ja eh der Gott. Ich bin. Also, guck mal, eins müssen wir mal feststellen. Das wollte ich, das lag mir eigentlich auf dem Herzen. Leon auch ein bisschen. Wir haben einen Kommentar gehabt bei der Verlosung. Da musst du vielleicht bitte noch was zu sagen. Mhm. Weil nicht jeder hat Instagram. Mhm. Und es gab einen Kommentar, das ist auch nur einer, ist auch jetzt kein bösen Spruch nicht. Der hat geschrieben, er findet das eine tolle Idee, aber er bittet doch, dass die ganze Arbeit nicht bei dir hängen bleibt. Nein, dazu muss ich natürlich sagen, dass Basti und auch Leon dann einen sehr großen Anteil haben. Das ist gut. Also auch alleine Instagram. Ja, er ist ja der Instagram-Typ. Ja. Ja. Ich habe es mit Humor genommen. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen, weil das letzte... Das war frischer, ja. Ich auch heute, guck mal. Warte, rein. An das eine Kommentar, der hat das vielleicht ein bisschen böse aufgenommen wegen der Lackiererei von dem Lacksatz auf der Kastenbike-Messe. Da gab es auch nachher ein, also an dich, wir kennen uns ja nicht, das war jetzt von uns auch nicht böse, man wegen Hate-Kommentar, das war einfach nur, wir hätten es auch Hinweiskommentar nennen können. Mhm. Er hat das direkt ein bisschen böse aufgeschnappt, das war eigentlich gar nicht von uns so gemeint. Ich glaube immer, dass das ist, man merkt das ja bei WhatsApp auch, so geschriebene Sachen können manchmal auch wirklich falsch verstanden werden. Oder auch das gesprochen. Also egal, was wir sagen, wir meinen das eigentlich nie böse oder betiteln Leute irgendwie. Er hat es dann nachher ein bisschen böse aufgenommen. Chico hatte mir ja deine Sprachnachricht, da habe ich glaube ich schon mal gesagt, geschickt, es ist schön, dass du meine Lackierung als Gruselackierung bezeichnet hast. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Video nochmal klargestellt. Das kann ja auch passieren. Kann passieren. Mein Gott. Also wir sind, wie gesagt, das war nicht böse gemeint, aber... Wir sind nicht allwissend. Nein. Wir hätten uns natürlich besser informieren können, wer es lackiert hat. Aber das war so im Flow, wir sind da hingelaufen, dann standen wir davor und waren so fasziniert. Wir machen das auch so, wie wir halt immer sind. Guck mal, wir stehen jetzt sonntags hier, 12 Uhr, 12:30, so, wir quatschen einfach. Das sind nur Menschen. Also wie gesagt, viele Leute wollten wissen, was ich so mache. Ich bin ja nicht so der Original. Rudis Resterampe. Basti sagt immer Rudis Resterampe. Wir haben witzigerweise was stehen. Das steht jetzt zufällig auf der Bühne. Wie der Leon gerade nur so. Wo steht das? Ach da, scheiße. Komm, wir gehen mal zu dem Kfz. Das steht auch nur auf der Bühne, weil Kuba gestern gearbeitet hat. Und dann macht er ein bisschen was für mich zwischendurch, wenn er samstags arbeiten will. So, das ist jetzt so ein typisches... Frank Sander Motorrad. Wie ihr seht, hat das jetzt mit einer normalen Stilrichtung, also mit dem normalen Zeug, nicht relativ wenig zu tun. Du sagst immer Rudis Resterampe. Aber da können ja mal was dazu. Sag mal was dazu. Also, mich erinnern die Reifen so ein bisschen. Es gibt in irgendwo so Rennen, da starten die wie Dragster, aber auf Sandboden. Ja, die den Berg hochfahren sind. Das ja, so ist in der Art. Hill Climbing. Genau, ja, das gibt es auch auf der Geraden auch. Wir gucken erstmal zum Motorrad. Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall kein originaler Harley-Rahmen, oder? Nein. Okay, so. Harley-Motor auch nicht? Doch. Zu dem Bike gibt es wieder Folgendes zu erzählen. Das müssten aber Rix-Felgen sein, oder? Nee, das sind Roland Sands. Verdammt. Vorne und hinten waren unterschiedliche, oder? Minimal unterschiedlich. Witzig, dass du es erkannt hast. Ja, warum? Weil an dem gelochten Bett. Ja, genau. Ganz genau. Ich habe die vordere Felge mal in Zahlung genommen von einem guten Freund von mir. Und das vordere Design gibt es nicht mehr. Und dann habe ich das mit dem hinteren kombiniert. Du hast immer viele gute Freunde. Egal, was du machst, hast du ein guter Freund. Nein, wir können da ganz offen drüber sprechen. Wenn Leute manchmal Sachen umbauen lassen, dann haben die keinen Bock, das Zeug, was übrig bleibt, bei Kleinanzeigen zu verkaufen, weil der Kopf explodiert. Mhm. Und das, verstehe mich jetzt nicht falsch, das kommt denen dann auch nicht drauf an, ob sie da jetzt 100 oder 300 Euro mehr oder weniger verdienen. Ja. Und dann sagen sie immer, Mensch, was mache ich mit dem Rad? Und dann sage ich, du, pass auf, ich mache mir mal Gedanken, ob ich es gebrauchen kann. Dann mache ich mir Gedanken. Das ziehst du schon eine Arbeit ab. Dann sage ich, pass auf, ich gebe dir das und das dafür oder dafür bauen wir dir das und das dran. Und dann vermische ich das so ein bisschen und dann legt das hier. Und dann irgendwann, wenn ich wieder ein paar Sachen zusammen habe, dann fangen wir an, ein Motorrad zu komplettieren. Was jetzt hier auch so ist. Ist das eine Sportsvergabe? Nein. Das ist aber schön, dass du es erkennst. Die gibt es auch nicht mehr. Das war eine der wenigen fertigen Gabelbrücken, in Narrowglide, also schmal, wo du aber 41er dicke Rohre reinmachen konntest. Okay. Die Gabelbrücke habe ich bestimmt schon 15 Jahre. Ich habe da, glaube ich, mal 3 oder 4 Stück von verbaut, hauptsächlich in Chopper. Die war auch mal in einem Chopper drin, natürlich nicht mit den Rohren. Mhm. Die hatte ich noch, wie gesagt, dann habe ich originale Softail-Rohre genommen. Vorderrad habe ich in Zahlung genommen, Bremssattel habe ich neu gekauft, Bremsscheibe war auf dem Rad vorne drauf. Okay. Hinterrad habe ich dem Olli abgekauft, glaube ich.
Pulli habe ich gekauft. Das Design finde ich gar nicht so schlecht. Vorne das Design heißt Morris und hinten ist es Diesel. Es ist ähnlich. Diesel? Diesel. Witzigerweise ist das dir ist es jetzt wegen der Lochung an der Seite aufgefallen. Und was natürlich wichtig ist, aber das kann man natürlich nicht bauen, weil es nicht mehr zulassungsfähig ist. Der Rahmen, der ist gestrahlt. Der war schon mal im Betrieb, hat also Fahrzeugpapiere. Und deswegen kann ich da wieder ein Motorrad mitbauen. Okay. Die Schwinge ist von was? Die Schwinge, der Rahmen ist ein SCS-Dreck-Style-Rahmen, Deep Seat, wie du siehst. Ist wie ein Walz, also ähnlich, nur anders einfacher aufgebaut, einfacher von den Schweißungen und so weiter. Den gab es dann als Kit, da war dann dieser Aluöltank dabei. Den konntest du so kaufen. Genau, und die Schwinge war auch dabei. Also die Schwinge gehörte auch zu dem Rahmenkit dazu. Heckfender fällt mir jetzt auch so ein bisschen Ducktail. Genau, Ducktail, das waren Roland Sands Fender Struts, die mal übrig geblieben sind, die natürlich komplett abgeändert worden sind. Das hast du aber auch als Kit gemacht? Das hat der Jochen gemacht. Ah, okay. Genau. Ich habe dem Jochen im Endeffekt die Hardware geliefert, den Basisfender geliefert. Und dann hat er das angepasst auf den Rahmen. Da muss natürlich das Rad drin sein, die Flucht muss stimmen, weil sonst kann er den Heckfender ja nicht anpassen. Ist das hier auch von dem, wo die immer reinfliegst, um das zu verbiegen? Genau, das ist geschnitten worden, um das ein bisschen anzupassen. Das siehst du jetzt witzigerweise, weil die Kanten angerostet sind. Hier hat er ein Stück reingesetzt. Zum Breitermachen. Genau, und hier hat er den eingeschnitten. Ist ja auch, finde ich, schon Handarbeit richtig, ne? Natürlich. Das finde ich immer krass. Hinten mit den drei, kann er Leon mal, ich wollte jetzt ein Rücklicht haben, fand ich irgendwie witziger. Hier kommen die Blinker. Genau, rein. Da Blinker rechts links und oben das Rücklicht. Ich muss sagen, früher konnte ich den mir gar nicht abgewinnen. Mittlerweile finde ich sagen, ich muss dir wirklich sagen, ich finde das jetzt gar nicht so hässlich. Also das ist gar nicht dein Style, eigentlich überhaupt nicht, aber ich muss sagen, und ich weiß ja nachher, was du daraus mal machst. Deswegen, ich finde die Projekte eigentlich am interessantesten bei dir. Du schaffst das irgendwie aus nichts manchmal, wo du denkst, Alter, was baut der denn da? Das haben wir ja schon mal gesagt. Eigentlich ist sowas viel, viel komplizierter, als so ein Standard-Ding umzubauen, weil ja nichts aufeinander passt. Und vor allem, du nimmst ja Sachen aus dem Regal, dann gibst das dem Kuba, sagst, mach mal dran und schätze fest, dann passt das nicht. Richtig. Das Gewinde passt vielleicht nicht. Der hier muss. Der Lenker ist mal übrig geblieben. Die Reise hatte ich noch. Ja? Der Lenker wird jetzt gekippt. Ich habe jetzt Custom-Dich-Armaturen, die werden jetzt hier verbaut. Motor-Gadget-Tacho kommt wahrscheinlich in die Mitte. Was man nicht sofort sieht. Der Tank, den gab es mal irgendwo im Angebot, ich glaube bei Zodiac. Guck mal, ja, Leon, der ist hier unten auch ausgespart, dass die Zylinder in den Tank reingehen. Ach, krass. Das ist sehr aufwendig gewesen, hat der Jochen gemacht. Ach, krass. Siehst du hier, dass du den ganz tief da drauf setzen kannst. Da muss nur die Halterung jetzt noch gemacht werden, also die Gummilagerung, die Fixierung gemacht werden. Aber das fand ich halt geil, dass du das hier so eingelassen hast. Und genau das meine ich, das fällt ja, wenn du jetzt hier so stehst. Genau, da siehst du es gar nicht. Da sieht man es gar nicht. Jetzt sehe ich gerade hier unten so eine Plakette vom Harley, was ist das irgendwie? Das ist ein Bike oder sowas. Das ist das, was du letztes Mal gesagt hast. Das ist ein Motor aus einem 2003er Jubiläumsmotorrad. Oh, das fühle ich ja schon wieder, ne? Ja, das war auf den Jubiläumsdingern von 2003 war das immer auf dem Motor drauf. Das ist geil. Ist ein 88er Twinkle-Motor, wie du siehst, aus einer Night Train. Den habe ich mal bei einer Werkstattauflösung, haben wir das gekauft, inklusive Getriebe, also den Motor und das Getriebe. Dann sehe ich von BSL aus. Ne? Den habe ich jetzt als letztes. Du musst mal rumfilmen, Leon. Ich muss sagen, was mir wirklich schon gefällt, ist dann diese einzelne Outline-Geschichte. Diese Outline-Geschichte. Ich habe den aus. Viele Leute würden jetzt sagen, der sieht aber irgendwie ein bisschen klobig aus. Ich fand die. Man muss dazu sagen, Custom Chrome hat so ein paar BSL-Lagen aus dem Programm genommen, hat die etwas günstiger verkauft. Und ich achte darauf, dass alles TÜV hat. So, das hat jetzt, wie gesagt, das ist ein Euro 3 Auspuff mit TÜV, mit Plakette. Hinten fehlt noch der Aufsatz. Ach, hier kommt noch ein. Genau, da kommt so ein Scheibensystem, da kommen Scheiben noch drauf. Und verkauft schon, jetzt können wir mal reden, BSL verkauft aber nur Abgasanlagen, die auch zugelassen sind. Das heißt, alle auf der Homepage. Ich glaube, ganz vereinzelt für Shovel auch ohne Zulassung, aber zum größten Teil 90%. Ja. Weil die haben ja schon eine relativ große Auswahl auf der Homepage. Mhm. Und die, das hast du mir früher erzählt, zum Beispiel auf die West Coast Shoppers, konnte man eigentlich früher nur diese Abgasanlagen machen. Weil wenn, die vom optischen her. Wenn du was mit TÜV wolltest, was Radikales. Mal auf deinem West Coast auf. Man muss dazu sagen, ich habe den gewählt. Ich hatte erst einen halbhohen. Aber auch wenn ihr das nicht glaubt, das gibt das Motorrad, wo ich mit meinem Sohn fahren werde. Das hier? Ja. Und deswegen brauchte ich einen Auspuff. Sollte das nicht so eine FXR werden? Ja, aber dann dazu braucht man auch Geld, um einen FXR zu bauen. Das Problem ist, wenn ich einen FXR baue, eskaliert das. Leon, ich habe ja mit Leon darüber schon gesprochen, das ist Bullshit. Und wie gesagt, ich wollte, dass er seine Füße ordentlich draufstellen kann. Wo will er denn hier oder was? Genau, da kommt ja die Fußrastenaufnahme hin. Das heißt, er kann dann seine Füße. Wichtig ist auch, er ist
er ist ja erst 9. Ja. Das heißt, er sitzt dann, ich sitze ja tiefer. Er sitzt relativ er gut sitzt schon. Hoch, das heißt, er kann mich gut greifen. Mhm. Ich werde wahrscheinlich auch ein festes Kissen noch machen lassen. Ich werde hier zwei Löcher wahrscheinlich bohren, ja, dass ich ein festes Kissen habe. Und eventuell, das muss ich noch überlegen, vielleicht so einen ganz kleinen Bügel, mhm, wo er hinten sitzen kann. Also das soll das Motorrad werden, wo ich mit meinem Sohn fahre. Deswegen muss ich da auf ein paar Sachen achten. Kannst du mir erklären, das ist ja für mich vorne der Winkel von der Gabel relativ extrem. Kann man das ändern oder ist das fest vorgegeben jetzt von dem Rahmen immer? Du bestellst den Rahmen. Diese Rahmen gab es eigentlich, wie auch ein Drecksalrahmen, immer nur in zwei Geometrien. Ich muss jetzt lügen, einmal 32 Grad und einmal, das müsste 40 Grad sein. Das heißt, ich kann auch im Nachgang das nicht mehr ändern, nein, dass der Winkel der Gabel anders ist. Der Rahmenbauer, ja, könnte das auf die Leere nehmen, abtrennen, versetzen, verschweißen. Aber es gibt kein Kit dafür, nein. Dass wenn einer sagt, mir gefällt das jetzt optisch nicht, ich will das vom Winkel anders haben. Doch, du könntest, eigentlich ist es nicht dafür gedacht. Das film mal hier hin, Leon. Bei euren Originalmotorrädern, also man muss dazu sagen, nicht bei Schobels nicht, aber bei allen, auch bei, ja, Evos, sind ja die Lenkkopflagerschalen immer eingegossen in den Lenkkopf. Ja. Hier sind das einzelne Schalen. Und es gibt auch 3 Grad Lagerschalen. Mhm. Die haben also einen eingebauten Rake. Mhm. Da sagst du jetzt, okay, eigentlich ist es ja um das noch weiter. Ja. Könntest du umdrehen? Es ist nicht dafür gedacht. Ja. Theoretisch könnte man das aber. Aber ganz wichtig, jetzt werden wieder einige sagen, Nachlauf, bla. Ja, man muss natürlich mal ein bisschen nachlaufmäßig gucken. Aber ganz ehrlich, bei den Dingern? Aber ganz ehrlich, auch alle Chopper, die ich gebaut habe, wo mir viele Leute gesagt haben, Alter, hast du mal den Nachlauf berechnet? Das ist immer gefahren. Wirklich. Und auch wenn ich da drauf sitze, ich habe ja auch schon 26 Zoll. Ja, aber die Frage ist, warum sollte das denn nicht laufen? Ja, das kommt, wenn du das in der Formel ausrechnest, das hat ja auch was mit Aufschaukeln, mit, weißt du, ja, das heißt, wenn der Winkel der Gabel zu steil wird? Das hat mit mehreren Komponenten. Wie groß ist das Rad? Ja. Wie weit ist der Abstand? Und so weiter. Ja? Da gibt es so Formeln. Eigentlich müssen dann diese Bikes, man sagt dann, wenn die außerhalb dieser Formel ist, fährt das eigentlich scheiße. Ich habe aber festgestellt, wenn du ein paar Sachen beachtest, ist das alles okay. Es gibt Motorräder, ich bin auch schon Motorräder gefahren, die wenig gebaut haben, die wirklich scheiße gefahren sind. Ja? Aber das ist alles unbedenklich. Das ist so ein Standard-Drecksteilmaß von früher. Warum lachst du denn jetzt so? Der lacht gerade, wo du gesagt hast, ich bin mal ein Bike gefahren, was scheiße war, was die nicht gebaut haben. Weil ich glaube, eine Fullkasse nicht unbedingt dafür gedacht ist, dass es perfekt fertig. Sagen wir mal so, extrem, das fährt natürlich nicht wie eine Lowrider S. So, oder wie ein Bagger. Das sollte ja auch gar nicht. Nein, aber es fährt gut. Was kommt dir für ein Lachs da drauf? Schon eine Idee? Ich werde wahrscheinlich den Rahmen und die Schwinge und den Öltank Black Wrinkle Pulver beschichten lassen. Also im Prinzip wie der Motor hier oben. Genau, grob, Feinstruktur, richtig. Ja. Und ich glaube, ich habe mit dem Chico noch nicht gesprochen, ich werde hier so einen Ranzlack drauf machen. So einen abgerissenen. So ein Lack, der so eingerissen aussieht, ja, wie damals bei Iris Spotz da bei dem weißen, ja, Tank. Also das heißt Heckfender und Tank vielleicht in so einer Rissoptik. Also so ein bisschen rustikal. Das genau, richtig. Rahmen wird dann einfach nur schwarz? Schwarz gepulvert, genau. Könnte man einen Rahmen auch im Prinzip so polieren und so ähnlich machen wie der Krümmer? Das sieht doch heftig aus, oder? Hat natürlich gar keinen Sinn, aber... Ja, wir haben schon mal zu viel Aufwand. Ist auch wie Dreck, Scheiße. Das wäre zu viel Aufwand, ne, dafür auch. Ja, und wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben Rahmen schon geschliffen und haben die dann klar lackiert, um die, oder auch Tanks. Mhm. Das Problem ist, wenn du Steinschläger hast, dann unterwandert die Feuchtigkeit den Klarlack und dann sieht das immerhin da irgendwie üsselig und schäbig aus. Ich bin gespannt nachher, wie es aussieht. Ja, ich muss mir noch Gedanken machen, wie gesagt, Bremse vorne, hinten ist ja schon fixiert. Wenn der Leon mal hinten filmt, hinten ist auch eine PM-Zange drin. Nimmst du da immer, wenn du, sage ich mal, aus dem Zubehör Bremsen nimmst von PM? Oder, weil ich sag mal, die kostet jetzt ja auch keine 5 Mark. Könnte man da nicht auch eine Brembo nehmen oder sowas? Ja, aber es hat überhaupt mit TÜV-Gutachten zu tun. Du kriegst für viele, es gibt kein, für viele, ein Brembo ist ein geprüfter Sattel, aber dann, das ist dann wieder manchmal komplizierter. So ein PM-Sattel hat ein TÜV-Gutachten. So wie die Felgen auch. Felge vorne, hinten hat ein TÜV-Gutachten. Mhm. Auslauffahrt E-Nummer, Rahmen war schon mal sind zugelassen. Sind die Reifen so auch erlaubt? Die müssen nur den Geschwindigkeitsindex haben, natürlich. Wie fährt sich so ein Reifen? Unbedenklich, weil er ja, guck mal, wenn du das ja siehst, er hat ja trotzdem eine Kurve. Ja, das meine ich schon. Aber wenn du das schiebst, dann ruppelt das so ein bisschen. Ja. Aber wenn du fährst. Echt nicht? Nein.
Ich habe ja ganz viel Motorräder schon so. Ich wollte gerade sagen, das ist ja typisch dein Stil, ne? Ja, mein Stil, MB Cycles, ja, Martin macht das viel. Freaky Motorcycles macht das viel. Was du persönlich immer schön findest, wenn du deine eigenen Personal Bikes baust. Ich war der, der das, das interessiert dort kein Schwein mehr, der das in Deutschland, ja, es ist so, der das in Deutschland, würde ich schon sagen, populär gemacht hat. Ich habe mir die Inspiration aus Amerika geholt, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Wie würdest du jetzt die Stilrichtung vom Bike beschreiben nachher? Viele Fragen mal, man muss was zu den einzelnen Stilrichtungen sagen. Dreckster, aber Dreckster Dreck. Geschrieben wie Dreck. Dreckster. Aber also im Prinzip passt der ein bisschen, ne? Ja. Fußrastenanlage kommt ab. Da habe ich eine von, es gibt ganz, ganz wenige technisch aussehende Fußrasten, minimalistisch technisch aussehende. Es gibt eine von Roland Sands, die war jetzt die ganze Zeit nicht lieferbar. Die gibt es auch nur für Twinkem. Die ist jetzt wohl wieder lieferbar in Amerika. Ich habe die jetzt bei Drag Specialties bestellt, oder Parts Europe besser gesagt. Ich hoffe, dass die bald kommt. Dann kommt also diese Originale weg. Ich habe die nur dran gebaut, weil der Ständer da dran ist, dass ich es parken kann. So, Handarmaturen habe ich schon, diese Custom-Tech Oldschool-Dinger. Ich bin mal gespannt, nachher wie auch die Sitzposition noch ist. Wenn setz dich doch mal da auf, du siehst ja, du kannst das ja schon sehen. Wenn ich klebt das hier, ne? Ja, das ist einfach nur, das ist nicht nass, das ist. Du sitzt ja, würdest jetzt ein bisschen höher sitzen wegen der Sitzbank. Und der Lenker kommt ein Stück zu dir. Oh, hast du gehört? Oh, ist bequem. Du sitzt jetzt höher und der Lenker, du sitzt da bequem drauf. Das fühlt sich an fast wie ein T-Bow. Kommt da jetzt noch einer rein? Nein. Oder? Fast wie ein T-Bow, ne? Von ja, ja. Ja, 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 mach zu, ich mach da wieder auf. Danke. Aber ist nicht unbequem. Nein, guck mal, der ist jetzt noch nicht in der. Du siehst ja, wenn du mir jetzt guckst, der Lenker, ja, ja. Der kommt noch ein Stück zurück. So dann, ne? Und ich mache ihn noch ein bisschen schmaler. Das heißt, dass du irgendwie so sitzt ungefähr. So. Cool. Dahinter, du sitzt da gut drauf. Also passt. Dafür, dass das so extrem aussieht. Wie komme ich jetzt hier? Ansonsten gibt es noch was zu sagen. Ich glaube nicht. Ich bin mal auf den Sound gespannt. Ich auch. Mal. Okay, ist ein relativ dicker Topf. Müsste Volumen haben. Ja. Mal gucken, da ist ja so ein TÜV-Einsatz drin. Ich denke, der TÜV-Einsatz wird sehr viel Druck da raus. Sind da auch noch Cuts drin? Da ist kein Cut, das Euro 3, da ist kein Cut drin. Ne? Ah, okay. Nein. Leon, hast du Fragen? Leon, die ganze Zeit. Hast du Fragen? Jetzt können wir eigentlich schon zum nächsten Video gehen. Ne? Ja? Möchtest du noch irgendwas sagen wegen der Verlosung? Ja, genau, dann machen wir das jetzt als Mittwochsvideo. Ja. Genau, das ist das nächste Mittwochsvideo. Verlosung, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. Warum wir noch keine oder ob wir noch, warum wir noch nicht die Tickets so viele Fragen immer. Genau, warum die Tickets noch nicht am Start sind. Wir haben eine Sache, die wir noch klären müssen. Da ist Leo noch dran. Wenn wir das so machen, wie wir das angekündigt haben, dass man also ein Los kauft, also nur ein Los oder ein Ticket kauft, um etwas zu gewinnen, ist das Glücksspiel in Deutschland. Weil du mit dem Kauf jemandem versprichst, dass er eventuell was gewinnen kann. Dann nennt man das Glücksspiel. Und dafür braucht man eine Glücksspielgenehmigung. Da hat Leon sich natürlich schlau gemacht, hat hier auf dem Amt in Düsseldorf angerufen. Der Herr Müller-Lüdenscheid oder wie er heißt, der ist krank. Der ist krank. Es konnte uns auch kein anderer was sagen. Die haben auch gesagt, jetzt vor Karneval passiert eh nichts mehr. Wir versuchen das jetzt zu klären nach der Karnevalsgeschichte, also nach dem Wochenende. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Man könnte das auch so machen. Ach, das war der eine Kommentar. Genau, dass man zum Beispiel etwas, ja. Ein Aufkleberset verkauft für 30 Euro. Und mit dem Kauf des Aufklebersets hat man auch die Möglichkeit, ein Bike zu gewinnen. Das klingt jetzt total hirnrissig, aber das ist wohl kein Glücksspiel. Oder ein Schlüsselanhänger oder irgendwas. Es muss natürlich aber auch im finanziellen Rahmen bleiben. Wir wissen ja nicht, wie viele Tickets wir verkaufen. Mhm. Wenn man natürlich dann für jeden für 8 Euro plus Versand plus da, dann gehen ja schon 3 Mille oder 4 Mille drauf, nur um euch dann diese Präsente. Also ich habe ihn angefragt für diese Schlüsselanhänger von dir mit diesem Independent Shoppers Logo aus diesem Rubber. Ist so ein Gummi ist das. Da kosten 5.000 Stück, ich glaube, irgendwie knapp 8.000 Euro. Man muss natürlich da auch in Vorkasse gehen. Warum steht denn da oben ein Karton mit meinem Namen drauf? Aber ist auch egal. also das ist natürlich schon, wo man mal ein bisschen jetzt mal abwarten muss, was der Typ vom Amt da sagt. Mhm. Aber sobald wir was wissen, sagen wir euch Bescheid. Weil es ist ja so, wenn wir das jetzt so machen würden, dass ihr ein Aufkleberset erwerben würdet und ein Ticket, müssten wir das ja auch versenden. Wir sind ja dabei. Wenn wir natürlich ganz, ganz viele Tickets verkaufen, dann können wir natürlich auch Versandkosten und so weiter geltend machen. Aber das ist, nur euch ein Beispiel, brauche ich euch nicht zu sagen,
wenn ihr jetzt ein Aufkleberset, wenn ich das verschicken muss mit dem Ticket und es kaufen 3.000 Euro ein Ticket, sind das 3.000 Euro Versandkosten plus Aufkleberset. Mhm. Dann wären schon 5 Mille weg von dem Ertrag. Ja, ich meine, wie gesagt, das, eigentlich wollen wir das so nicht. Wir müssen jetzt mal gucken. Das ist eigentlich das Einzige, wo es jetzt im Moment noch dran hängt. Das war's. Weil motiviert sind wir immer noch. Auch wenn wir heute ein bisschen müde sind. Ja. Also, uns ist Folgendes aufgefallen. Was die Klickzahlen sind ein bisschen zurückgegangen wieder. Ja. Ja, wir verstehen, dass dass Laber-Videos und hier unser Challenge-Hot-Bing, dass das mal ganz witzig ist, aber... Man muss das mal kombinieren mit einem Bike. Genau. Ja, wir haben jetzt aber auch festgestellt, dass das Breakout-Video auch bis jetzt nur 5.000 hat oder so. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Karnevalszeit. Wobei, ich weiß es nicht. Man muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht hier bei YouTube mit diesen ganzen Algorithmen und da und da. Das ist schon echt krass, also... Da können noch so viele Menschen das sehen. Du wirst eingebremst. Das wird manchmal Facebook. Irgendwie, wenn du oben Titel was falsch machst oder hier in der Beschreibung oder nicht genug Kommentare hast, dann wird das Video nicht mehr hervorgerufen und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist echt Business. Und, ja. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden mit dem Support, den er uns gibt. Ja, alles gut. Und man sieht ja auch, wenn die Videos eine gewisse Laufzeit haben, dann kommst du immer auf diese 10, 8, 9, 10, manchmal auch 12.000, 13.000 Views und dann passt das wieder. Wie gesagt, vielen Dank für den Support. Müssen wir immer wieder dazu sagen. Wir sind auch sehr, sehr überrascht über die vielen Kommentare. Basti muss das immer alles bewältigen. Ja, manchmal ist es ein bisschen viel. Ich gebe mein Bestes immer. Also, Glocke? Ey, ja, heute nicht. Heute nicht? Heute ist diesmal innen gewandt. Liken, Support ist kein Mord. Kommentieren. Warum lacht ihr denn schon wieder so? Ja, der hat ja überhaupt irgendwas gesagt. Nee, der ist heute sehr still. Ich war gestern, habe ich ihm die Haare geschnitten. Findest du? Ich guck gerade auf seine, das ist schon so. Guck, ist das Auto hier steht. Okay, guck mal, die Kamera. Die Kamera. Guck mal, das will er jetzt gar nicht. Du musst so. Ja. Leon, nochmal ein ganz kurzes Statement. Wie war dein Karnevalsausritt gestern? Der Karnevalsausritt, wie der war? Sagen wir mal, da gab es zwei, drei Punkte, da war es lustig. Lustiger. Man hätte es auch früher beenden können. Ja. Es gab einen Punkt auf No Return und den haben wir überschritten. Sagen wir es mal so. Das stimmt sogar auch. Man muss natürlich sagen, wir sind jetzt nicht Menschen, die wirklich viel Alkohol trinken. Nee. Obwohl das in den Videos immer so aussieht, wir sind Sport. Das heißt, bei uns wirkt der Alkohol wirklich. Also ich schon, aber die beiden nicht. So, das ist extrem. Und wir haben jetzt gestern eigentlich nicht so viel an Masse an Alkohol getrunken. Aber das hat der Körper schon richtig aufgesaugt. Ja, es hat gereicht. Also Sie haben, ich sage jetzt nicht, wie viel Sie getrunken haben, es war für meine Verhältnisse, würde ich sagen, ein Appetizer. Ja. Ja? Also bei mir wäre das ein Appetizer. Das, genau, es wäre so ein Aperitif, so, ich sag mal so, um mal in Flow zu kommen. Ja. Also Sie haben rechtzeitig aufgehört. Also bei mir war das am Donnerstag heftiger, deswegen war ich auch nur bis 19 Uhr draußen. Also wie viel Gin Tonic hast du getrunken? 20? Ich schätze 20. Ich würde auch kurz, allein schon von der Masse. 20 Gin Tonic, ich glaube 5 Bier, 6 Schnäpse. Das ist auch der Unterschied. Ja, deswegen bin ich halt auch fett und unförmig und ihr seid einfach stahlhart. Das ist eine sexuelle Schwungmasse, die das alles aussieht. Achso, warte mal, hör mal, Basti, möchtest du vielleicht noch mal ganz kurz? Warte mal, ich muss mal gucken. Guck mal wieder. Oh. Also. Wir haben überlegt, ob wir für Basti einen Beauty-Kanal aufmachen. Das ist ein Spaß, die Alter. Du weil alle Leute immer sagen, wo er seine geilen Klamotten hat. Der ist auch, muss ich sagen, immer top. Der riecht du bist wieder. So ein Spinner. Der riecht. Wenn ihr, hör mal, wenn ihr Geruchsvideo hättet, der Mann, der riecht. Das ist ein Affe, Alter. Ja? Ich also, wie gesagt, sagt ihr beide nochmal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Adios. Peace and out. Ciao. Ciao. Sagt ihr Beauty-Kanal. We'll be right back.
Mm-hmm.